nachgeschaut haben, wo ich mir dann gerade zu erzähle, Bewegung ist bis jetzt strikt gewaltlos gewesen und das ist für uns ganz klar, das geht so weiter, aber das ist wie selbstverständlich. Sollen wir das gerade als Konsens abklären? Punkt für Punkt. Ja, ist ja, ist am einfachsten. Da vergisst man nichts. Also. Hat jemand schwere Bedenken dagegen, dass wir weiterhin gewaltfrei bleiben? Ja. Ich sage, da haben wir einen Konsens. Zweitens ist, in dieser Kirche, das wir dann sehen, ist jeden Abend lauftüchtig, oder? Da gibt es Veranstaltungen, da kommen ganz verschiedene Leute, es kommen alte Leute, es kommen junge Leute, es kommen Leute, die gerne Musik hören, es gibt Leute, die gerne einfach ruhig sind oder meditieren oder Leute, die tanzen, das ist ganz unterschiedlich. Und da ist eine Bedingung, dass wir da außen auf dem Platz, wo ich nachher haben, wo ich zur Verfügung haben für Bewegung, dass es möglich ist, dass all die Veranstaltungen können weitergehen können. Dass es so geht, dass niemand gestört ist, wenn er an die Veranstaltungen kommt. Das wäre der zweite Punkt. Ah, genau. Es gibt manchmal auch, dass es ihnen etwas zu essen gibt oder dass man Lautsprecher aufstellen muss. Dann kommen die Autos und die müssen da einmal durchfahren. Also es gibt einen Weg. Es muss so sein, dass man auf dem Weg herfahren kann und unterwegs fahren. Du wolltest etwas sagen? Ich frage mich,